Wir zeigen euch die Highlights unserer Stadt. Heute besuchen wir den Schrohturm und es geht hoch hinaus. Kommt ihr mit? Der Name Schrohturm und was hat es mit dieser Kurbel auf sich? Dazu zurück zum Anfang. Der Schrohturm ist eines der Industriewahrzeichen Schweinfurts. Doch seine ursprüngliche Nutzung war nicht industriell. Hoch, höher, am höchsten. Das war damals schon die Devise. Im 17. Jahrhundert galt nämlich die Höhe eines Gebäudes als Statussymbol und machte die Bekanntheit des Hausherrn weithin sichtbar. Balthasar Ruffer III., bekannt als Reichsvogt, Stadtrat und Bürgermeister von Schweinfurt, ließ den Gebäudekomplex also für seine Familie errichten. Der heutige Schrohturm war damals nur 4 Stockwerke hoch und wurde als Rüfferturm bezeichnet und als Treppenhaus benutzt. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Schrohturm seiner namensgebenden Nutzung zugeführt. Christian Johann Freund entdeckte den Turm für sich und merkte schon bald, dass dieser sich perfekt für die Herstellung von Schrot eignete. Lediglich die Höhe war nicht ausreichend und so ließ er 4 Stockwerke aufsetzen. Doch wie funktioniert eigentlich die Schrotherstellung? Auf 44 Meter natürlich, wäre ja sonst auch zu einfach. Das genaue Verfahren können wir nur aus der Patentanmeldung ableiten. Hier erklärte Freud, dass er Blei erhitzte und es in flüssigem Zustand über diese Kurbel nach vorne transportierte. Hier wurde es durch einen Sieb gedrückt und 44 Meter in die Tiefe gegossen. Unten wurde es von einem Wasserbecken aufgefangen und Ebola, das perfekte Schweinfurter Schrot, war geboren. Eine von vielen Erfolgsgeschichten aus Schweinfurt und der Grund, warum der Schrotturm heute Schrotturm heißt.